Gestern hat ein Asylbewerber die Ausländerbehörde in Magdeburg angegriffen und die Stadt spricht von extremer Gewalt und massiver Zerstörung. Allein das ist ja schon schlimm genug, aber als ich dann die Reaktion der Polizei gesehen habe, da war selbst ich geschockt. Auf der Seite der Stadt Magdeburg kann man nämlich folgende Pressemitteilung sehen. Ausländerbehörde nach Angriff nur eingeschränkt arbeitsfähig. Bei einem Angriff auf die Ausländerbehörde im Breitenweg sind heute Vormittag mehrere Scheiben des Eingangsbereiches zerstört worden, verletzt wurde niemand. Der Täter, ein Asylbewerber, konnte von der Polizei gestellt werden. Er hatte mit dem Ständer eine Absperrung unter Anwendung extremer Gewalt mehrere Scheiben eingeschlagen und aufgrund der Schäden ist die Ausländerbehörde am morgigen Dienstag geschlossen, weil eine organisatorische Neuausstellung erforderlich ist. Also ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber mich macht diese Nachricht echt sprachlos. Weil an dieser Stelle gibt es nicht nur ein Problem, sondern sogar drei große Probleme. Und als allererstes will ich mal diese massive Gewalt komplett verurteilen. Da kommt eine Person daher und zertrümmert mit einem Ständer der Absperrung den kompletten Eingangsbereich. Und bei der Sachzerstörung ist es ja nicht geblieben, sondern die Mitarbeiter der ganzen Behörde wurden bedroht und mussten um ihr Leben fürchten. In der Pressemitteilung der Stadt heißt es weiter, die Aggressivität und das Verhalten machen mich fassungslos, zeigte sich die Oberbürgermeisterin Simone Boris bestürzt. Das Verhalten des Mannes verurteile ich auf Schärfstes. Nach dem Vorfall im März diesen Jahres, als rund 20 Personen in die Ausländerbehörde eindringen wollten, wurde heute ein weiteres Mal die Grenze überschritten. Die psychischen Folgen für unsere Beschäftigten können noch nicht abgeschätzt werden. Und Ronny Krug ergänzt, man kann sich sicherlich vorstellen, welche Auswirkungen so ein aggressives Verhalten auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben. Die Intensität der Gewalt und die Zerstörungswut gehen nicht spurlos an den Kollegen vorbei. Unser Dank gilt den Beschäftigten unseres Sicherheitsunternehmens, die durch ihr sofortiges und umsichtiges Handeln Schlimmeres verhindert hätten. Also selbst die Stadt spricht hier von extremer Gewalt und massiver Zerstörungswut. Und das ist natürlich absolut nicht hinnehmbar und das verurteile ich auf Schärfste. Und dabei ist es auch völlig egal, ob das von einem einheimischen Deutschen oder einem Ausländer passiert. Sowas darf absolut nicht sein. Aber damit kommen wir direkt zum zweiten Punkt. Der Täter war eben kein Deutscher, sondern ein Asylbewerber aus Kamerun. Und als ich das gelesen habe, bin ich echt vom Stuhl gefallen. Da kommt ein Mann zu uns nach Deutschland und bittet um Hilfe. Er beantragt Asyl, weil er aus seinem eigenen Land flüchten muss, ja? Eventuell wegen Krieg, wegen Verfolgung, wegen Armut oder irgendwas anderes. Und den genauen Grund kennen wir nicht und der ist ja an dieser Stelle auch egal. Wichtig ist zu wissen, dass dieser Mensch bei uns um Hilfe fragt und wir ihn erstmal aufgenommen haben, ja? Er hatte den Status eines Asylbewerbers. Und genau hier kommt der Punkt, der mir einfach nicht in den Kopf will. Dieser Mann kommt in unser Land und möchte unsere Hilfe und wir reichen ihm unsere Hand. Und dann fällt diesem Typ nichts Besseres ein, als mit extremer Gewalt unsere Gebäude zu zerstören, unsere Bürger anzugreifen. Also, wieso? Wie psychologisch kaputt muss ein Mensch sein, dass er sowas macht, ja? Und unsere Politiker sagen immer, dass wir Deutschen mehr Willkommenskultur zeigen müssen und dann passiert sowas? Aber okay, das war jetzt bestimmt nur ein Einzelfall und die Polizei wird hier konsequent sein und den Mann auf die einzig richtige Weise bestrafen. Zumindest würde man das doch als normaler Bürger erwarten. Aber leider nein. Nichts dergleichen passiert, sondern genau das Gegenteil. Weil wie die Stadt und die Polizei an dieser Stelle jetzt reagiert haben, das macht mich wirklich fassungslos. Der MDR schreibt weiter, nach Angaben des zuständigen Beigeordneten für Personal, Bürgerservice und Ordnung, Ronny Krug, wird die Stadt in den nächsten Tagen erneut Gespräche mit der Polizei über die Sicherheit des Gebäudes und vor allem der Mitarbeiter führen. Dass der Beschuldigte von der Polizei nicht festgenommen wurde, ist ein fatales Zeichen, sagt Krug im Gespräch mit MDR Sachsen-Anhalt. Von der Polizei erwartet er in Zukunft eine deutliche Reaktion, als er heute gesehen hat. Bitte was?
Dieser Asylbewerber, der hier die Ausländerbehörde zerstört und das Personal bedroht wurde, wurde nicht mal festgenommen. Also, das kann ich einfach nicht glauben, ja? Ich musste direkt noch mal ein paar andere Medienberichte lesen, um zu gucken, ob das die Wahrheit ist, aber die haben das bestätigt. Der Mann bekam lediglich ein Hausverbot von der Ausländerbehörde und wurde dann wieder freigelassen. Also, das ist wirklich unglaublich. Für mich gehört dieser Mann nicht nur festgenommen, sondern sofort wieder nach Kamerun abgeschoben. Ja? Man muss hier einfach klipp und klar sagen, Menschen, die zu uns kommen und Asyl beantragen, die wollen ja unsere Hilfe. Und wenn dann jemand unsere Hilfe so massiv missbraucht, dann hat er bei uns einfach nichts mehr verloren. Solche Psychopathen gehören sofort abgeschoben. Und auch der Stadtbeamte Ronny Krug hat es ja ziemlich deutlich gesagt. Er sagte, das war ein fatales Zeichen. Ja, wir geben quasi das Zeichen an die Welt daraus, dass jeder einfach zu uns kommen kann, bei uns durchgefüttert wird und wenn er dann ganze Behörden zerstört, dann muss er nichts befürchten. Also, ist das denn wirklich das Zeichen, was wir an die Welt senden sollen? Ja? Ist das das Klientel, was wir anziehen wollen? Diese ganze links-grüne Sicherheitspolitik wird nämlich drei große Folgen haben. Erstens, die Menschen werden sich noch mehr von den Altparteien abwenden, die solche Problemfälle nicht im Griff haben. Und gerade unsere SPD-Innenministerin Faeser scheint ja solches Verhalten völlig egal zu sein und es wird dort keine Konsequenzen geben. Zweitens, gewaltbereite Ausländer werden immer radikaler, da sie wissen, dass sie vom deutschen Staat nicht zu befürchten haben. Ja? Siehe doch auch die ganzen Gewaltorgien in den deutschen Schwimmbädern. Ja? Oder jetzt hier, der Typ zerstört eine ganze Behörde und kriegt dann nur ein Hausverbot. Das geht doch nicht. Ja? Und drittens, was passieren wird, irgendwann kommen wir dann genauso wie in Frankreich zur Selbstjustiz. Weil wenn nämlich der deutsche Staat seine Bürger nicht mehr beschützen kann oder will, dann werden es die Bürger selber tun. Genau das sind nämlich die drei Konsequenzen dieser linksgrünen Politik, die auf diesen Bereich einfach komplett blind ist. Und dazu kommt auch noch, und das finde ich ebenfalls sehr, sehr schlimm, dass durch diese Politik der generelle Hass auf Ausländer größer wird. Also auch auf die friedlichen Ausländer, welche bei uns gut integriert sind und richtig fleißig sind. Ja? Wenn nämlich es die deutschen Politiker nicht schaffen, die kriminellen und hier illegal lebenden Ausländer richtig zu behandeln, also sofort abzuschieben, dann wird einfach der generelle Hass auf Ausländer immer größer und das ist ebenfalls richtig, richtig schlimm. Und deswegen, liebe Politiker, statuiert bitte direkt in diesem Fall endlich mal ein Exempel und schiebt diesen kriminellen und straffälligen Ausländer sofort ab, sodass es keine weiteren Nachahmer gibt und man sich in Deutschland wieder sicher fühlen kann.